Mehr als 1 Million Wildschweine, schätzt der Deutsche Jagdverband, lebt in Deutschland. Dazu kommen 240.000 Stück Rotwild. Natürliche Feinde praktisch nicht vorhanden. Ohne Jagd geht's nicht. Auf unserem Land müssen wir jedes Jahr eine gewisse Anzahl von Wildtieren erlegen, weil wir betreiben dort Forstwirtschaft und die jungen Bäume müssen wachsen. Und das funktioniert nur, wenn man einen angepassten Wildtierbestand hat, also nicht zu viele Rehe und nicht zu viele Hirsche. Ziel ist immer, die Wildtierpopulation in einem Gebiet im Gleichgewicht zu halten. Dafür interessieren sich immer mehr junge Menschen und auch Frauen. Eine von ihnen, Sandra Jung. Die 28-Jährige ist Falknerin und Jägerin. Die gebürtige Kölnerin nimmt regelmäßig ihre 20.000 Follower mit auf Pirsch. Als Frau hat sie dabei mit Vorurteilen zu kämpfen, aber die werden weniger. Die wirbeln wir alle im Moment so ein bisschen durch die Gegend. Und ich glaube, das ist aber genau das, was die Jagd, was auch die Falknerei braucht. Da so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Und ich glaube, dafür stehe ich ganz gut. Das Thema interessiert. Das Image des Jägers wandelt sich. Also das Stereotyp vom deutschen Jäger, der Bierbauch hat und Filz trägt, das ist schon längst passé. Also Jagd ist sexy. Und lecker. Mehr als 30.000 Tonnen Wildbret konsumieren die Deutschen pro Jahr, am liebsten Wildschwein. Mahlzeit.